Ja, hallo erstmal und heute geht es um den E-Dur-Akkord, sowie auch um die Tonleiter. Schauen wir uns erstmal das Symbol an. Das kennst du sicherlich. Zeigefinger auf dem ersten Bund der G-Saite, Mittelfinger auf dem zweiten Bund der A-Saite und der Ringfinger auf dem zweiten Bund der D-Saite. Die Kreise, die dann auf der tiefen E-Saite sowie auf der hohen E-Saite sind, genauso wie der Kreis auf der H-Saite bzw. auch B-Saite genannt. Heißt, dass ja diese Saiten offen gespielt werden können. In diesem Video geht es jetzt darum, wie setzt sich eigentlich dieser Akkord jetzt wieder zusammen? Und ein Akkord ist ja nichts weiteres als ein Dreiklang. Und dazu gucken wir uns jetzt erstmal die Tonleiter an. So sieht das Ganze auf dem Klavier aus. Das, was wir da jetzt auf der Gitarre spielen, würde so auf dem Klavier gegriffen werden. Der erste Ton ist unsere tiefe E-Saite, also unsere E6-Saite. Das ist unsere E-Saite, also auch gleichzeitig unser Ton E. Das ist unser erster Ton. Der nächste Ton, der folgt, ist bereits ein Halbton. Und den findest du auf dem zweiten Bund, nämlich das Fis. Zweiten Bund der E-Saite, Ton Fis. Unser dritter Ton ist das Gis. Ist auf dem vierten Bund. Dann wird es wieder etwas einfacher. Unsere offene A-Saite stellt dann also auch den Ton A gleich dar. Und wieder kommt es ja dazu, dass wir noch einen Ton brauchen, und zwar Ton H. Den findest du auf dem zweiten Bund der A-Saite. Und jetzt kommt Ton Cis, vierter Bund, A-Saite. Kommt noch der Ton Dis, erster Bund, D-Saite. Und last but not least wieder das E, zweiter Bund, D-Saite. Das sind jetzt also unsere acht Töne, die wir bei E-Dur zur Verfügung haben. E, Fis, Gis, A, H, Cis, Dis, E. Und daraus bauen wir jetzt einen Akkord bzw. einen Dreiklang. Wir haben also jetzt die Töne E, Fis, Gis, A, H, Cis, Dis, E. Logischerweise unser erster Ton ist der Grundton. Und jetzt nehme ich einfach mal dieses E auf den zweiten Bund der D-Saite. Das ist unser Grundton. Der dritte Ton in unserer Tonleiter ist das Gis und stellt somit die Terz dar. Und jetzt gehe ich einfach mal in die nächste Oktave hinein, um es einfach mal Schritt für Schritt zu erklären. Und dazu legst du den Finger, den Zeigefinger, auf den ersten Bund deiner G-Saite. Dort ist der Ton Gis. Und wie du das bereits aus meinen vorigen Videos ja erkennst, der fünfte Ton, den wir benötigen, ist also unsere Quinte. Und das wäre das H. Auch dafür haben wir eine Saite. So, und damit hast du eigentlich schon deinen E-Dur-Akkord. Diese drei Töne, die jetzt rot unterlegt sind, also die drei Saiten, E, Gis und die H-Saite. Wenn du die gleichzeitig spielst, hast du einen E-Dur-Dreiklang.
Jetzt haben wir natürlich noch weitere Seiten und unser Symbol ist ja nun auch ein bisschen anders aufgebaut. Wir haben ja auch H auf dem zweiten Bund der A-Seite, sozusagen wieder die Quinte aus der vorigen Oktave. Und wenn jetzt nur dies spielst, was jetzt rot hier angegeben ist, klingt das so. Und natürlich können wir auch noch unsere tiefe E-Seite dazu nehmen. Dann haben wir jetzt fünf Seiten gespielt. Denn unser Grundton wiederholt sich ja auch wieder ganz oben. Und ganz unten wiederholt sich ja wieder der Grundton. Und somit kannst du alle Seiten spielen. Das war der E-Dur-Akkord. Aber der eigentliche Akkord sind im Grunde genommen, ne, das da. Denk dir jetzt mal die H-Seite weg. Dann ist das auch ein Dreiklang. Hier hast du natürlich jetzt zweimal die Quinte mit drin. Okay, ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Noch ein kleiner Tipp. Üb einfach mal die Tonleiter. So kommst du eigentlich auch immer wieder in den Genuss und kannst ausprobieren, Töne zu verschieben, also andere Töne einzubauen aus der Tonleiter. Und du wirst sehen, wie du dann dein Spiel immer weiter nach vorne bringst. Okay, bis dahin. Ich freue mich, wenn dir mein Video gefallen haben sollte und wenn du weiter zuschauen würdest. Bis dahin, ciao!